bin recht ein exakter Mensch. Durch das, dass ich im Sternzeichen Jungfrau bin, habe ich vielleicht schon so ein gewisses Potenzial zum exakten Arbeiten. Ich arbeite gerne sauber, ich arbeite gerne exakt. Ich habe zuerst Konstrukteur angeschaut, weil das auch ein sehr exakter Job ist, wo man halt leider nur am PC arbeiten muss, was mir nicht so gefällt. In der Schule war ich auch recht gut in Biologie gewesen. Durch das habe ich dann auch in Richtung Biologie gesucht. Und dann hatte ich halt Glück gehabt, dass ich da die Chance hatte, in Davos gerade in die Richtung etwas zu finden. Ja. Als Biologielaborant befasst man sich mit Zellen, mit Bakterien. Man muss verschiedene Tests machen. Die Lehre als Biologielaborant dauert 3 Jahre. Die Schule habe ich in Winterthur, 2 Tage. Also einfach 3 Tage arbeiten, 2 Tage Schule. Im ersten Lehrjahr ist man 3/4 bis ein Jahr fast in der Histologie unten, wo man sich mit Knochen befasst. Im zweiten Jahr hat man dann mehr mit Zellbiologie zu tun. Das zieht sich eigentlich durch bis ins dritte Lehrjahr. Wieder auch hat man halt das Glück, dass man in der Forschung arbeiten kann. Das heisst, man hilft indirekt anderen Leuten dabei. Im Moment ist es eine Routinenarbeit, die ich im Labor machen muss. Das heisst, ganz normal einfach Zellen rausnehmen aus der Kultivierflasche und neu ansiedeln in eine neue Flasche. Dazu brauchen wir spezielle Hilfsmittel, um die Zellen von der Flasche zu lösen, um sie nachher in eine neue Flasche zu transferieren. Wenn die Laborantenlehre erfolgreich abgeschlossen ist, steht einem nachher sehr viel zur Verfügung, was man weitermachen soll. Aber ich denke, ich werde BMS versuchen und dann wahrscheinlich eine Hochfachschule. Durch das, dass ich mit Flexitime arbeite, also mit verschiebbaren Arbeitszeiten, kann ich auch meiner Leidenschaft der Musik gut nachgehen. Ja, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Gitarrist und auch Sänger. Mein Hauptvorbild ist der Dave Grohl, der Sänger und Leadgitarrist von Foo Fighters. Wenn ich von der Arbeit zu Hause komme, sitze ich meistens auf mein Bett, nehme die Gitarre für, jamme ein bisschen rum, schaue, was so passt, schreibe einen Text dazu und dann um es ready machen fürs Wochenende mit den Kollegen zusammen. Durch das, dass meine beruflichen Möglichkeiten nachher sehr offen sind, denke ich auch, man muss sich nicht sofort entscheiden, was man nachher weiter machen will. Also ich denke, da ist man recht flexibel nach der Lehre.